Hey zusammen, hier ist Gesi und Ginny. Wir waren fleissiger Medienwoche dabei und... Wenn ihr schon immer mal wollt wissen, wie es aussieht, wenn der Tristan Scherwe tanzt oder was uns der Simon Moser versprochen hat, dann bleibt dran. Was hast du so gemacht in deinen Ferien? Ja, eigentlich nicht viel. Ich bin recht spät ins Sommertraining gestartet. Durch die WM ein bisschen länger gehockt noch und dann bin ich endlich da geblieben mit der Familie. Den Sommer da genossen und schon hier auch recht heiß geworden. Darum mussten wir gar nicht weit gehen. Sehr schön zu hören. Jetzt steht ja gleich schon die nächste Saison vor der Tür. Was sind deine Ziele für dich selber und deine Ziele mit dem Team als Captain? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Jetzt haben wir heute das erste Training gehabt. Aber das Ziel für das Team ist ganz klar, ist wieder den Titel zu verteidigen. Aber ich glaube, so weit haben wir jetzt die letzten Jahre nie vorgeschaut. Wir haben immer, zusammen mit der Champions League, das ist sicher das erste Ziel, dass wir dort weiterkommen. Und dann kommt der Cup und dann können wir dort die Rangliste zuerst, Playoffs und dann so einfach. Und für mich ist es endlich genau das Gleiche. Es ist endlich so ein bisschen Step by Step. Dann das auch sehr gut, Stück für Stück, Plan für Plan. Ja, das ist es. Jetzt habe ich noch eine Frage zu deinem wunderschönen Dress. Was bedeutet dir Zahl 21? Ja, einerseits ist es eine Glückszahl von mir, die ich so klein auf immer habe. Ich hatte bei den Junioren immer 21 gehabt, als ich zu lange noch gespielt habe. Und es war mehr durch Zufall. Ich habe endlich Peter Forsberg, der bei Colorado gespielt hat, gut gefunden. Oder das bin ich zu dem gekommen. Aber mittlerweile hat es sich wirklich zu einer Glückszahl entwickelt. Simon, wenn du in einen Club gehst und dein Lieblingslied kommt, wie tanzt du dazu? Ich tanze nie. Ich gehe an die erste Bar, möglichst weit hinten, und stelle ein Bier. Das kann dir keine Leute sagen. Also tanzen werde ich sicher nie. Das wirst du mir nicht aus der Meisterfeier. Das ist gut, dann warten wir bis nächstes Meisterfeier. Ja, abgemacht, ist gut. Aber dein Lieblingssong verratest du mir gleich? Jetzt im Club? Oder allgemein? Allgemein, was du privat los ist. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich höre eigentlich wenig und wenn dann einfach ein Radio, es gibt Hitze und für die Party ist Ballermann noch immer gut bei mir. Welches ist dein liebste Ballermann-Lied? Ja, im Moment geht der Bierkapitän. Aber fürs Training hast du jetzt die richtigen Schuhe gefunden? Ja. Schön. Du hast ein wunderschönes Dress, schönes Zähne drauf. Was bedeutet für dich das Zähne? Das Zähne ist, als ich angefangen habe, Eishockey zu spielen, hatte ich das eigentlich immer gehabt. Und dann bin ich auf Bern gekommen, in der Elite oder in der Novizen konnte ich das nicht nehmen. Es hatte schon einen gehabt. Und dann, als ich zu Eis bekam, haben sie mich gefragt, welche Nummer das wird. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon am liebsten die 10. Aber ich habe gedacht, das kann man irgendwie nicht haben. Halt so ein bisschen vom Fußball mehr, ein bisschen Spiel machen und so. Dann habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht. Aber schon am Ende war es dann frei gewesen. Und mittlerweile darf ich es tragen und ich hoffe, es wird jetzt mal niemand mehr wegnehmen. Was ist zurzeit dein Lieblingssong? I love you when you call me Senorita. Das neue Senorita. Das neue Senorita. I love it when you call me Senorita. nicht schlecht. Trainiert hast du ja noch viel. Ja. Hast du eine neue Übung, die wir zusammen machen könnten?